Warum heißt das eigentlich Gorilla-Glas? Weiß das jemand von euch? Ja? Genau, weil es ganz fest ist. Und dann gibt es natürlich gute Werbung. Ne? Ja? Der Gorilla, der das Glas hält, weil es eben so fest ist. Und ihr wisst, das Glas ist ein besonderer Werkstoff. Warum? Was ist da so besonders dran? Ja? Genau. Alle sind was? Nützlich, ja. Und was ist das Besondere? Ne, warte mal, eine andere. Nee, erstmal das Besondere ist ja, guck mal, wenn ich das hier so sehe, das ist zwar kein Glas, sondern Plastik, aber man kann durchgucken, ne? Das ist eine besondere Eigenschaft und die Menschen haben schon früh versucht, damit viel zu bauen. Zum Beispiel hier, das ist schon 140 Jahre her, da hat man so ein Palast gebaut, den Kibble Palace, man sieht hier, dass man da damals nur ganz kleine Gläser machen konnte. Die sind nämlich nur immer so ungefähr hier so groß. Ja, das ist ein Gewächshaus in England, also Glasgow, Schottland. Und in Deutschland gab es auch schon früh, schon über 100 Jahre, fast 100 Jahre, über 100 Jahre, den Versuch, viel mit Glas zu bauen. Also, was ist das große Problem? Ihr habt es eben schon gehört, das Glas ist total empfindlich. Das wisst ihr auch schon, wenn euch ein Glas auf den Boden fällt, dann geht das sofort kaputt, ne? Und so kleine Risse im Glas, die machen das Glas schnell kaputt. Hier zum Beispiel könnt ihr mal sehen, das ist ein Bleistift mit seiner Spitze und hier ist ein Kieselstein draufgeflogen und schon ist es kaputt. Da haben nämlich Raben auf dem Dach Spaß gehabt, Steine runterzuschmeißen auf das Dach hier und dann ist das hier. Ist der Kieselstein eingeschlagen und das ganze Glas ist kaputt. Warum das so ist, könnt ihr auch selber mal ausprobieren. Jeder von euch nimmt sich mal, ich hoffe, sie reichen, alle Kinder nehmen sich mal erstmal das hier. Ja, gebt ihr mal weiter, immer eins. Immer eins weitergeben und dann nehmt ihr euch mal hier von denen, nehmt ihr euch auch eins. Ne, jeder eins, ja? Jeder eins und jeder eins hiervon. Und dann immer weitergeben, ja? So, gebt ihr mal weiter, okay? Jeder nimmt sich mal so eins. Und ihr seht, wenn das Glas kaputt geht, dann bricht es in verschiedene Stücke. Zum Beispiel so, wie so eine Spinne. Oder hier rechts. So, in so ganz, ganz kleine Stücke. Das seht ihr immer sonntags beim Tatort, aber ich glaube, ihr dürft noch keinen Tatort gucken, oder? Die meisten. Da sieht man auch immer so ein Spinnennetz von Glas. Hast du eine Frage? Ja, wenn das Telefon runterkommt, dann ist das auch so und das zeige ich dann gleich. Aber erstmal ist hier die Frage, warum geht das so leicht kaputt? Und das könnt ihr gleich mal ausprobieren, wenn jeder so ein Stück hat. Dann nehmt ihr nämlich gleich, das machen wir aber, wenn das mal durchgegangen ist, dann probieren wir das mal aus. Ja? Die erste Frage ist natürlich, wie kann man das heute machen? Warum kann man das so gut herstellen und warum ist das eigentlich inzwischen so billig? So ein Quadratmeter Glas, der kostet vielleicht 2,50 € und das ist so billig, weil man das Glas in ganz, ganz großen Mengen herstellen kann und immer kontinuierlich herstellt. Also man schmilzt das erst in so einer Wanne, ja? Bei über 1000 Grad, da wird es sehr heiß. Dann fließt das auf ein flüssiges Zinnbad, also das ist Zinn. Und dann geht es in einen Bereich mit Rollen und wird immer abgezogen. Und das geht Tag und Nacht, jeden Tag, 365 Tage, das ganze Jahr, 24 Stunden. Immer weiter, immer weiter. Und am Ende wird alles dann abgeschnitten.
Das ist, wie man heute Glas macht. Und das Stück, was ich rumgegeben habe, was ihr jetzt, da ist es gerade, halt's mal hoch. Das ist jetzt aus dieser Wanne. Wenn man nämlich das abkühlt, dann muss man das Glas mühsam wieder rausstemmen, mit Pressluft zum Beispiel. Ja? Weil wenn es einmal hart geworden ist, kann man den Prozess nicht mehr weitermachen. Man muss also dann das ganze Glas in kleinen Stücken wieder rausmachen. Aber jetzt gibt es viele Kratzer. Ihr habt eben schon gesehen, durch einen Stein kann ein Kratzer entstehen, aber auch schon bei der Produktion, also wenn man es herstellt, wenn Leute drauf rumlaufen oder wenn man irgendwo eine Leiter dagegen stellt oder wenn man das Glas dreckig macht und dann hier so irgendwelche Zement oder sowas draufkommt oder wenn man es reinigt, wenn man es sauber macht oder wenn man dann solche Hobel nimmt, kennt ihr vielleicht, zum Beispiel beim Herd gibt es ja auch manchmal so Teile, mit denen man es sauber macht, da können kleine Kratzer entstehen. Und diese kleinen Kratzer sind ganz gefährlich für das Glas. Ihr seht mal hier, jetzt kann man den Maßstab nicht erkennen, das ist jetzt mal angeguckt, ein Riss auf dem Glas in Vergrößerung, ja, so ein kleiner Riss. Und so einen kleinen Riss, den kann ich jetzt auch mal machen. Und die, die nachher mutig sind, die können auch nach vorne kommen. Also einer kann schon mal herkommen und kann es als erstes machen. Ja, kommst du mal nach vorne? Ja. Also ihr seht, ich habe jetzt hier so ein Glas. So ein kleines Stück. Das sieht eigentlich noch ganz gut aus. Ne? Ein bisschen dreckig, aber sonst gut. Und das lege ich jetzt mal hier hin. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das hier machen können. Und jetzt habe ich hier ein Instrument. Das sieht so ähnlich aus wie beim Zahnarzt. Ja? Aber da ist vorne so eine kleine Rolle drin. Das könnt ihr auch euch dann gleich mal angucken. Die ist ganz spitz. Und mit dieser kleinen Rolle kann man jetzt hier mal so einen Riss reinmachen ins Glas. Also es ist ein ganz kleiner Riss. Ich glaube, ihr ganz da hinten könnt es gar nicht sehen. Ja? Deswegen müsst ihr nachher vorkommen und es selber machen. Das machen wir dann. Ein ganz kleiner Riss, man sieht den kaum. Hier vorne die Runde, die sieht ihn vielleicht, oder? Ja. Und du kannst jetzt auch mal ausprobieren. Mach mal einen kleinen Riss rein. Mal fester. Ja, gut. Vorsicht, das sind scharfe Kanten. Und ist schon ein ganz ordentlicher Riss, ne? Aber hier hinten, ihr seht es ja gar nicht. Das ist ganz kaum zu sehen. Aber dieser kleine Riss, der ist schon ganz gefährlich für das Glas. Und warum, das kann ich euch jetzt mal zeigen. Also das ist jetzt so ein Riss schon in Vergrößerung. Ja? Das ist genau dasselbe wie hier, nur ein bisschen größer. Wenn man jetzt hier mal näher rangeht, also ihr seht ja jetzt, jetzt machen wir mal eine Vergrößerung nur in dem Bereich und gucken uns das mal ganz, ganz, ganz genau an. Und jetzt seht ihr mal diesen Kratzer in ganz groß. Der ist jetzt hier so breit. Also hier hatte ich jetzt den Kratzer gemacht und das ist jetzt das Glas. Die Oberfläche und hier die Vorderseite und hier ist der Kratzer. Und jetzt gehe ich noch näher ran. Da seht ihr, da ist der Kratzer. Hier ist das Glas, das ist jetzt so schräg, also ungefähr so schräg. Ja? Und da seht ihr den Kratzer und ihr seht, da hinten ist das Glas noch okay und hier vorne ist das Glas schon kaputt, hier vorne ist so gebrochen. Und da seht ihr ja diesen ganz kleinen Kratzer, wie er ganz tief reingeht ins Glas und jetzt gehen wir nochmal näher und da seht ihr, da ist ein ganz, 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 ganz feiner Riss, der ganz tief in das Glas reingeht. Aber der ist so mini klein, den können wir nicht sehen. Den kann man auch mit optischen Methoden heute ganz, ganz schwer nur erkennen. Und der Riss, der reicht aus, um das Glas ziemlich schlecht zu machen. Das geht dann leicht kaputt. Ja? Okay?
Und wenn man das sich also nochmal von vorne anguckt, seht ihr jetzt diesen Kratzer. Das könnt ihr jetzt mal, ich lasse das auch mal rumgehen. Ihr müsst nur aufpassen. Ich muss das mal so einpacken, weil die Kanten von dem Glas hier sind sehr, sehr, sehr scharf. Da kann man sich leicht verletzen. Aber ihr könnt es mal so nehmen, wie so ein Eis. Ja? So. Und da könnt ihr euch diese Kratzer mal genau angucken, aber Vorsicht, nur da unten anfassen, ja? Da seht ihr diese Kratzer und diese Kratzer jetzt mal ganz groß. Und dann seht ihr diesen Riss, wie er da reingeht ins Glas. So, und wo ist das Papier? Wie weit hat es gereicht? Hat jeder ein Stück Papier genommen? Jetzt, ja? Jetzt nehmt mal alle das Papier, was ganz ist. Es gibt ein Papier, das ist ganz und eins, das hat schon einen Riss. Und jetzt zieht ihr mal so da dran. Ja, dann hast du falsch genommen. Also, jetzt zieht ihr mal einfach so da dran, ja? So. Zieht mal dran oder so. An dem ganzen Glas, an dem ganzen Papier. Ja, okay. Und versucht es mal kaputt zu reißen. So. Okay. Was? Du kannst wieder zurück, ja? So. Haben's. Gut. So. Gut. Und jetzt nehmt ihr mal das Papier mit dem Riss. Okay? Und jetzt macht ihr mal genau dasselbe. Und? Und habt ihr gemerkt, was leichter ging? Ja? Psst, leise. Das, wo ein Riss dran war, ging viel leichter, oder? Ja, viel, viel leichter. Und da könnt ihr euch vorstellen, das ist dasselbe Problem beim Glas. Wenn da also so ein Riss schon drin ist, so ein kleiner, und den kann man nicht vermeiden, könnt ihr euch ja vorstellen, so einen kleinen Riss, der kann immer mal reinkommen. Zum Beispiel, wenn man ein Sandkorn nimmt, ja, ein Sandkorn da drauf drückt, dann kann man so einen tiefen Riss reinkriegen. Und das ist eigentlich ganz interessant, wenn man dann da drauf drückt, das Sandkorn reindrückt in das Glas, dann geht der Riss immer tiefer, immer tiefer. Und wenn man dann wieder entlastet, also das Sandkorn wieder wegnimmt, dann gibt es auch Risse. Die gehen zur Seite weg und das ist eigentlich erst das, was wir sehen. Das heißt, wenn ich also einen Riss habe und dran ziehe, dann geht so ein Riss immer weiter auf. Okay? Und deswegen ist Glas leicht kaputt zu kriegen. Das stoppt, da ist nichts, was den Riss stoppt. Und leider gibt es noch was, was ungünstig ist für das Glas, denn wenn Wasser da ist, dann können ganz kleine Wassermoleküle in diesen Riss reingehen und können das Glas auch immer weiter kaputt machen. Das zeige ich euch mal in so einem kleinen Zeitraffer. Ihr seht jetzt hier den Riss von oben, den ich jetzt eben da reingemacht habe. Wo ist gerade die Probe? Wer hat sie? Du, ja? Guck dir mal diesen Riss genau an. Ist ziemlich klein, ne? Ja? Da siehst du jetzt, das ist jetzt der Riss schon in Vergrößerung, okay? Mit Mikroskop. Das ist nämlich nur ein Zehntel Millimeter hier, so viel ist ein Zehntel von einem Millimeter. Und jetzt seht ihr mal, was passiert, wenn man da den Riss reinmacht und dann eine Zeit wartet, nach einer Minute, nach zwei Minuten, nach 10 Minuten, nach einer Stunde, nach 3 Stunden, nach 7 Stunden, nach 17 Stunden und 24 Stunden. Ihr seht also, es gibt auch sowas wie ein Wachstum von Rissen. Risse in dem Glas können auch wachsen, wenn Wasser da ist. Und das macht natürlich auch ein Problem, denn diese Anwesenheit von Wasser bedeutet, ich baue zum Beispiel ein Aquarium und belaste das Glas und nach einer gewissen Zeit macht es Peng und ist alles kaputt. Und vorher hat man es noch gar nicht gemerkt. Ja? Jetzt kann man aber das Glas besser machen. Und ihr habt ja schon gehört, Gorilla-Glas, ja?
Man kann es besser machen. Und ihr seht jetzt, wie so ein Kratzer aussieht auf normalem Glas. Und wenn ihr jetzt hier Gorilla-Glas nimmt, das ist Gorilla-Glas und das ist normales Glas, da seht ihr schon, es ist schwerer, da Kratzer reinzumachen. Und auch alle, die so ein Smartphone haben, da merkt ihr auch, wenn man jetzt hier mit dem hier da drauf rumkratzt, ist schwieriger. Warum das so ist, zeige ich später. Ja? Also das Wichtigste war erstmal, ihr habt verstanden, hoffe ich, kleine Risse machen das Glas leicht kaputt. Ja? Und die kleinen Risse kann man nicht vermeiden. Aber warum zieht jetzt überhaupt jemand am Glas? Das Problem ist, auch wenn wir das Glas biegen, entstehen Zugkräfte. Wenn ich also jetzt zum Beispiel das Glas irgendwo links und rechts drauflege und von oben drauf drücke, dann habe ich hier unten an der Stelle ganz große Zugkräfte. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie kann man dieses Glas besser machen? Man kann das fester machen. Einmal, wenn man es nochmal heiß macht und ganz schnell abkühlt. Das kennt ihr auch, dieses Glas. Das ist nämlich das Glas, was in so kleine Stücke zerbricht. Das ist zum Beispiel in der Seitenscheibe von dem Autos. Ja? Das heißt auch Sicherheitsglas oder Safetyglas. Das Problem ist, manchmal sieht das so ein bisschen komisch aus. Zum Beispiel bei den Autos sieht man das so von hinten. Wenn man so mit einer Sonnenbrille sich das anguckt, dann sieht man da so Flecken, weil das nicht gleichmäßig abkühlt bei dem Heißmachen und wieder Abkühlen. Und deswegen ist das dann so fleckig. Und auch wenn es bricht, dann sieht es also ungefähr so aus. Viele, ganz viele, viele kleine Bruchstücke. Und das hält aber schon ziemlich viel aus. Hier seht ihr mal so einen Versuch in einem Labor. Da ist eine Glasplatte, die ist jetzt hier nur 3,2 mm dick. Und da seht ihr, wie viele Sandsäcke da drauf passen. Und das hält ziemlich viel. Man kann es auch ausrechnen, wie viel es hält. Das ist das, was wir an der Uni machen. Wir können sehr genau vorhersagen, wie viel Sandsäcke man da drauf packt. Und da, wo es rot ist, ist es höher belastet. Und da geht es dann zuerst kaputt. Ja? Also wenn euch das interessiert, könnt ihr später, wenn ihr mit der Schule fertig seid, genau sowas machen. Da könnt ihr das ausrechnen, wann was kaputt geht. Man kann sich dann schon trauen, drauf zu laufen, auf so Glas. Ja? Hier seht ihr mal, da habe ich so ein Dach kontrolliert, bin auf dem Dach rumgeklettert und habe dann geguckt, ob alle Halter hier okay sind. Und da seht ihr, das Glas hält eigentlich ziemlich viel aus. Aber man muss vorher schon genau ausrechnen, wie viel es eigentlich aushält. Denn wenn man zum Beispiel kleine Löcher reinmacht, dann geht es am leichtesten da kaputt, wo die Löcher sind. Ja? Da kann man das sich genau ausrechnen, wie viel es eigentlich aushält. Und ihr seht, wenn man es kaputt macht, hat es verschiedene Bruchstückgrößen. Das hängt immer davon ab, wie viel Energie ich eigentlich da reingepackt habe. Also wenn ich ganz locker nur drauf haue und habe schon einen kleinen Riss, dann habe ich nur so wenig Bruchstücke. Wenn ich schon viel Spannung im Glas habe oder wenn ich ganz hart drauf haue, dann habe ich viel mehr Bruchstücke. Und wenn ich das Glas, wie ich es eben gesagt habe, so thermisch vorbehandle und dann schon so viel Energie im Glas habe, dann bricht es in noch kleinere Stücke. Heute kann man das zum Glück auch ganz dünn machen. Hier zum Beispiel mal so ein Bild. Das ist eine Euro-Münze und dann das Glas daneben. Das ist ja noch relativ dick, aber man kann das heute noch dünner machen. Man kann das Glas so dünn machen, dass man es aufrollen kann auf eine Rolle, wie Papier. Ja? Man kann es so dünn machen, dass es dünner wird als das menschliche Haar. Also wenn ihr euch mal so ein Haar von euch nehmt, mal anguckt, man kann das noch dünner machen. Ja? Ganz, ganz, ganz dünn. Ja? Dünner als ein Haar, das ist schon ziemlich dünn. Und das kann zum Beispiel gemacht werden, weil man das Glas dann anders herstellt. Man schmilzt es nämlich erst und dann läuft es so über und läuft wieder zusammen, wie so ein Vorhang.
Ja, wie so ein Vorhang von Glas. Wenn es noch flüssig ist, kann man das so ganz, ganz, ganz dünn machen. Wenn es aber so dünn ist, hält es natürlich auch wenig aus. Und deswegen muss man es dann zum Beispiel beim Gorilla-Glas fester machen. Zum Beispiel, indem man das Glas dann in ein Salzbad packt. Hier seht ihr mal so ein Salzbad. Das heißt, das Glas kommt in ein Salzbad, in eine Flüssigkeit, ja? Und dann passiert was ganz Spannendes. Nämlich dann kann man an der Oberfläche kleine Teilchen, die im Glas immer da sind, die kann man austauschen gegen größere Teilchen und die sind so dick und die wollen sich Platz machen und deswegen ist das Glas dann fester. Also das Gorilla-Glas, das macht genau das, dass kleine Teile, hier die kleinen Kugeln, werden ersetzt durch die großen Kugeln und dabei gibt es sehr viel Druckspannung und diese Druckspannung, die hilft, dass genau das passiert, dass es so fest ist, dass auch ein Gorilla damit gut arbeiten kann. Natürlich ist es auch ein gutes Marketing, ja? Ihr habt alle gelacht, Gorilla-Glas, hier aus Deutschland von Schott, die nennen dasselbe Glas Sensation-Glas. Na gut, ist auch Marketing, aber vielleicht nicht so einprägsam. Und ihr seht, also alle iPads und iPhones und Smartphones, alle nutzen eigentlich heute dieses Gorilla-Glas als Deckglas. Man kann damit aber auch ganz coole Sachen bauen. Hier mit einem Freund von mir haben wir mal so ein Dach gebaut. Also ein Dach, was ich wie so eine Ziehharmonika auf- und zufahren lassen kann. Also das heißt hier, seht ihr hier am Rand, ja? Es geht hier so auf und zu. Und dabei biegt sich das Glas ziemlich stark durch. Aber weil es so stark ist und weil es so dünn ist, hält es das eigentlich auch gut aus. Aber das kann natürlich auch kaputt gehen, dieses Glas. Und wenn dieses ganz feste Glas mit viel Spannung kaputt geht, dann ist das wie so eine Explosion, ja? Dann macht es Bang! Und ganz, ganz, ganz viele kleine Bruchstücke entstehen. Das seht ihr hier, wie kleinteilig dann diese Bruchstücke werden. So ganz, ganz feines Bild. Jetzt habt ihr ja schon gemerkt, mit dem Glas, das ist erstmal ziemlich schwierig, ne? Weil es geht ja leicht kaputt und kleine Risse machen das Glas schlecht. Und jetzt kann man natürlich auch andere Sachen noch machen, um das Glas besser zu machen. Und da gibt es noch einen Trick. Und dafür habe ich euch wieder was mitgebracht. Da könnt ihr euch das mal angucken. Also man kann zwischen das Glas auch Plastikfolien machen. Kannst du mal rumgehen lassen? Ja? Plastikfolien. Gebt ihr das mal weiter. Man kann also zwei Gläser nehmen, so wie hier, eine untere, eine obere und dazwischen macht man Plastikfolien. Das sieht dann so aus wie hier. Ja? Ich muss nur gucken. Ich pack's lieber ein bisschen ein wieder. Könnt ihr euch mal angucken. Dazwischen ist jetzt eine Plastikfolie. Warum ist das gut? Wer kann sich vorstellen, ja? Ja, es zerbricht schon, aber ja, es fällt nicht auseinander, genau, ja? Wenn man das eine bricht, ja, bleibt das zweite heil, weil die Plastikfolie. Genau, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wenn eins schon kaputt ist, dann kann das andere noch ganz bleiben. Aber auch selbst wenn beide kaputt sind, können die noch ziemlich viel tragen, ja? Und ich habe hier einen. Oh, das ist eigentlich okay. Hier seht ihr mal, was passiert, wenn man dann dran zieht und es schon kaputt ist. Und dazu habe ich auch ein kleines Video oder mehrere. Da seht ihr mal im Labor bei uns, wenn man jetzt an dem Glas zieht mit der Folie, da seht ihr diese Folie, die ist nicht so empfindlich bei Rissen und bei Schädigungen, sondern die Folie, die lässt sich ganz schön lange ziehen, wie ihr seht. Ja? Wenn man schneller dran zieht,
Also hier seht ihr, je nachdem, wie gut das zum Glas auch haftet. Und wenn man sehr gute Haftung hat zum Glas, kann man auch ein Problem kriegen. Dann reißt nämlich sofort durch. Ja? Diese Folie könnt ihr euch dann ja mal angucken. Da seht ihr die Folie dazwischen, ne? Siehst du? Ja? Da ist die Folie dazwischen. Und das Gute ist, dass jetzt, wenn das so zusammengemacht ist, dann seht ihr mal, wenn ich jetzt so ein Glas biege und das ist schon hier kaputt, hier sieht man, es ist schon kaputt, da ist schon ein Riss im Glas und da auch, direkt übereinander. Und jetzt biege ich das, dann hält es immer noch einigermaßen was zusammen, weil die Folie diesen Riss überbrücken kann. Und deswegen ist das bei den Windschutzscheiben zum Beispiel so, beim Auto, dann kann so ein Glas auch ganz schwere Sachen noch aufhalten, wie zum Beispiel hier so eine Stahlkugel. Hast du eine Frage? Vierfachverglasung, ja, aber das ist ein anderes Glas, was ihr habt, das ist wegen Wärmeschutz. Ja? Diese Gläser hier sind verbunden direkt miteinander. Ich gehe nochmal zurück. Also, ihr seht hier, die Gläser hier, die werden immer zusammengebunden, direkt mit der Folie. Ja? So wie diese Teile, die ich mitgebracht habe. So, wenn das jetzt also sowas aushält, dann seht ihr, dann funktioniert das auch ganz gut, obwohl es schon kaputt ist, wie hier zum Beispiel bei so einer Bushaltestelle. Da sind die Scheiben schon alle kaputt, aber trotzdem hält es noch ganz gut. Oder wie bei uns im Labor, wenn man kaputte Treppenstufen hat, dann seht ihr, selbst wenn das Glas total zersplittert ist, kann man mit den Folien immer noch ganz schön viel Gewicht. Hier so ein Ball wiegt 50 Kilo, kann man ganz schön viel aufnehmen. Oder hier bei so einem Vordach wieder, wo eine Stahlkugel draufgefallen ist, das hält dann immer noch. Und das kommt auch in der Realität vor. Zum Beispiel hier bei so einem Vordach. Das Vordach hier oben ist noch ganz und das ist schon kaputt. Aber es fällt keinem auf den Kopf. Und das ist natürlich wichtig. Und das funktioniert sogar bei Explosionen. So. Und das kann man auch ausrechnen heute. Ihr seht hier mal, wie man so simuliert, wie das Glas kaputt geht. Mit Rechenprogrammen, um vorherzusagen, wie viel das Glas eigentlich hält in dem Zustand. Ja? Kann man heute berechnen. Das heißt, mit diesen Gläsern, seht ihr, kann man dann auch zum Beispiel Treppenstufen bauen. Hier seht ihr, sind jetzt vier Schichten, 1, 2, 3, 4 und dazwischen ist immer diese Folie. Da kann man eigentlich ganz gut drauf laufen. Könnt ihr auch mal selber ausprobieren, wenn ihr nach Frankfurt geht, zum Städelmuseum. Geht ihr mal zu diesen Gläsern, das sind auch 4 bis 5 Schichten. Da kann man nämlich auf diese Gläser drauf, auf denen kann man rumlaufen, weil die so viel aushalten. Oder hier bei dieser Treppe, die ist komplett aus Glas. Also man kann die Seitenwangen aus Glas machen, die Treppenstufen. Alles deswegen, weil das Glas mit der Folie so viel hält. Man kann das Glas aber heute auch sehr groß machen. Hier seht ihr, ist ein bisschen abgeschnitten, aber ihr könnt es euch vorstellen, das ist eine Glasscheibe, ein Stück, 3,30 Meter hoch und 18 Meter lang. Das ist also das Maximum, was man heute herstellt. Eigentlich könnte man es unendlich lang herstellen, weil es ja immer weiter rauskommt aus dem Ofen, ja, immer kontinuierlich. Aber man kann es natürlich dann nicht mehr gut transportieren, weil es gibt keine LKWs und keine Transport. Ja. Genau. Da. Ewig, ewig lang wäre das dann, ja. Und ihr seht, mit diesen großen Gläsern kann man natürlich ganz interessante Sachen machen. So ist so ein bisschen so, wie ein Haus heute aussieht, aber man kann natürlich dann auch so bauen. Oder man kann, hier seht ihr mal in der Fabrik, so eine große Glasplatte, also 3 Meter mal 10 Meter. Ihr seht also, so groß. Und diese großen Scheiben, von denen werden jetzt gerade in Amerika, in diesem Apple Campus, über 1000 Stück werden davon genommen, um
das zu bauen. Und ihr seht, was man immer will, ist natürlich, dass man möglichst wenig den Blick versperrt. Das ist ja der Hauptgrund, weshalb man Glas nimmt. Zum Beispiel bei dem Haus hier auch. Ja, da hat man eigentlich ziemlich viel Glas genommen. Aber so richtig durchsichtig sieht es natürlich eher nachts aus, ja, wenn man da dann reingeht. Man kann auch zum Beispiel schöne Dächer bauen, ganz dünn, mit dem Dach, ja, mit dem Glas, ganz, ganz dünn. Man kann auch mit dem Glas heute so Rohre bauen und wenn man dann dran fasst, dann ändern sich die Farben und das Licht. Und wichtig für uns immer an der Uni ist natürlich auch zu sagen, ist das denn sicher, hält das? Und das kann man heute auch sehr gut ausrechnen. Ihr habt vorhin ja schon gehört, was passiert, wenn man gegen sowas gegendrückt. Dann gibt es Stellen, wo es hohe Spannungen gibt. Das kann man alles schön ausrechnen, um zu sagen, Achtung, in dem Bereich ist es gefährlich. Und das muss dann möglichst viel halten. Auch wenn man verrückte Geometrien macht, vielleicht wart ihr schon mal in Frankfurt, in dieser Zeilgalerie. Ja, wenn die Geometrie ganz verrückt ist, dann braucht man so dreieckige Scheiben, um das abzufahren, wenn man ebene Scheiben nehmen will, sonst muss man krumme Scheiben nehmen. Hier seht ihr mal, wie krumme Scheiben gemacht werden. Da wird das Glas erst flach hingelegt, dann in diesem Ofen hier heiß gemacht. Und dann biegt sich das so. Man kann aber auch dieses Glas gleichzeitig heiß machen und biegen. Das wollte ich hier mal zeigen. Hier seht ihr mal, wie so ein Glas gleichzeitig gebogen und abgekühlt wird, ganz schnell. Innerhalb nur von wenigen Sekunden. Ja? Es wird gebogen und abgekühlt, zum Beispiel für Busscheiben. Und dann kommt es so raus. Und dann kann man zum Beispiel damit so Brücken bauen, wie wir es hier gemacht haben in Lissabon. So eine Röhre, das sind alles gebogene Scheiben. Wenn man von innen reinguckt, sieht das so aus. Ja? Da seht ihr aber auch schon, diese Scheiben sind nicht mehr ganz so perfekt, sondern die haben jetzt hier schon so, man kann da nicht ganz so gut durchgucken teilweise, weil bei dem Biegen wird es so ein bisschen wellig. Aber hier unten seht ihr, das sind auch Glasböden und auch wenn man drüber läuft, ist kein Problem. Ja? Kann man locker drüber laufen mit dem guten Glas. Zum Beispiel auch in diesem Riesenrad in London, da braucht man Glas, guckt nämlich diese Kapseln, die haben auch gebogenes Glas, ne? Oder wenn ihr mal nach Berlin fahrt zum Hauptbahnhof, die Fassade anguckt, da sind ziemlich große Gläser drin. Die halten die ganze Fassade, seht ihr mal hier. Und da muss man wieder ausrechnen, was kann das aushalten. Und da seht ihr, so ein Teil kann 30 Tonnen aushalten, also so viel wie vielleicht heute 25 Autos. Also so ein Schwert hier, ja, wenn man hier drauf drückt, kann man so bis zu 30 Tonnen aushalten. Das kann man dann testen. Hier seht ihr mal so einen Test. Hier ist es noch ganz und dann geht es kaputt. Ja? Man kann auch ganze Häuser so bauen, dieses Teil in New York zum Beispiel. Das ist allerdings schon wieder abgerissen, nach 5 Jahren, weil in der Zwischenzeit konnte man jetzt größere Gläser herstellen. Und wenn man es mal direkt vergleicht, sieht es also heute so aus. Ich habe hier mal einen direkten Vergleich. Hier, so sah es früher aus, 2006. So sieht es heute aus. Und da seht ihr, da wo vorher 6 Gläser waren, ist jetzt nur noch 1, ja? Weil die Gläser so groß sind. Man kann auch ganz besondere Sachen machen mit Blöcken. Hier seht ihr mal so eine Simulation von Architekten. Die wollten gerne, dass man hier so ein Monument baut. Und
deswegen haben wir so ein Monument gebaut mit über 15.000 so Blöcken, wie so Ziegelsteinen eigentlich, die alle zusammengeklebt worden sind. Nachts sieht es so aus. Alles verklebt mit Klebstoff. Und seit letztem Jahr gibt es auch in Amsterdam ein Haus, da könnt ihr sehen, dass man ganze Backsteine aus Glas gemacht hat, als Ersatz für die normalen Backsteine für diese Fassade. Man kann das Glas sich eigentlich heute nicht mehr wegdenken. Ihr seht zum Beispiel in Frankfurt bei den Hochhäusern jetzt, alles das hier, alles das hier ist Glas. Wenn man dann von innen guckt, sieht man auch, braucht man eigentlich überall. Ja? Und wenn ihr mal Lust habt, zur Lichtwiese zu gehen, da haben wir gerade eine neue Fabrik gebaut, da haben wir auch ganz besondere Gläser hingebaut, wo man sich das mal angucken kann, was man heute mit Glas so machen kann. Einmal auf der einen Seite und einmal auf der anderen Seite von der Fabrik. So, und jetzt zum Schluss, bevor wir dann in die Versuche gehen, nochmal eine andere Möglichkeit. Also wenn man ganz schwindelfrei ist, kann man hier in den 102. Stock fahren in Chicago. Da habe ich mit einem Freund aus Kanada solche Glasboxen gebaut. Die sind hier oben, damit man hier oben rausgucken kann. Ja, da kann man also rausgehen und ihr seht, hier die Kinder zum Beispiel, die können jetzt vom 102. Stock direkt runter gucken, aber das ist nicht für die Leute gedacht, die nicht schwindelfrei sind, ja? Weil die fühlen sich da so ein bisschen unbehaglich, wenn man da oben ist. Weil ab und zu geht auch das Glas hier oben kaputt, dieses Deckglas, ja? Und dann gibt es immer große Panik. Aber ihr wisst ja heute von mir, das ist eigentlich kein Problem, weil, könnt ihr euch vorstellen, warum das kein Problem ist? Ja? Was meinst du? Genau, da sind Folien dazwischen. Da sind nämlich 1, 2, 3, 4 Schichten und 3 Folien. Und dann müsste erst das erste Glas kaputt gehen, dann noch das zweite, dann noch das dritte und dann noch das vierte. Und dann hält es immer noch ein bisschen, von daher ist das nicht so gefährlich. Aber die Leute, bei denen das kaputt geht, die haben natürlich trotzdem Angst.